So commentating will be back in about half an hour once the competition starts. Thank you. Thank you. European Championships. Die Zeit ist abgelaufen. Ich rufe auf die Bühne. Clock has run down. We are about to start the competition. Our first lift and the first European Team Championships. Selina Schoenziegel of Aubrey Payne of 70 kilos for her first snatch. A good lift and a good start. And time 75 kilogram erster Versuch. Lena transferred from CrossFit to Olympic weightlifting several years ago. Balance that one out a bit, but nonetheless a very good lift for the German lifter. For Team GB. Team GB is actually a hand-picked team by British weightlifting. Team Austria and Team Germany are regular club teams. Team GB is a mixed squad. Quite a strong opening attempt for Josie. Ein sehr schöner gültiger Versuch von Josie Griffith. Bobsleigh and was also participating in the Olympics 2018 in bobsleigh. Pyeongchang, yes. Good save right there. Good patience in the bottom. And it's a good lift. Very strong save. Victoria. That was a good mobility down there in the squat position. Had to fight. Prinz, 108 kilograms. Das ist ein gültiger Versuch von Jonas, 108 Kilogramm, 80 Kilogramm und er steigt in den Wettkampf jetzt mit 133 ein. Hesitation there, and a good lift for Stefano. Gültiger Versuch. And unfortunately, I could not bring the GB team quick enough. 73 is now actually Selina Schoenziegel for her second attempt. Zweiter Versuch von Selina mit 73 Kilogramm, 2 Kilogramm unter Bestleistung. She had to balance that one out a bit, but no problem for the young but very experienced. 78 kilogram. Körpergewicht heute bei 59,8 kilogramm. Lena startet üblicherweise in der 59 kilogramm Klasse.
ist jawohl. Ja. No, viel besserer Versuch als der erste Versuch. Sehr schöner, gültiger Versuch von Lena Tomkovia. Wieder 80 Kilo. Kilogramm für Josie. Which would be 6 kilos below a competition best. Very nice. And a good lead by her as well. Josie Griffiths. Josie actually competed in the Europeans in Romania this year, hitting 6 out of 7. Im ersten Versuch in der tiefen Hocke sehr kämpfen musste. Mal schauen, der zweite Versuch wird es ausgehen. And Barsch back to Team Austria. Once again, a bit of a struggle there in the receiving position, but nonetheless. Ähnliches Problem wie im ersten Versuch. 13 Kilogramm Herrenhandel. 100. And we're back with Jonas Klinger for his second attempt on 130. Zwei Kilogramm unter persönlicher Bestleistung, 113 Kilo. Gültiger Versuch für Jonas. Sehr souverän, sehr dynamisch. Stefano Cataldi, Team GB, London Olympic Weightlifting Academy. 87,9 Kilogramm Körpergewicht eingewogen, 89 Kilogramm Klasse. Das war jetzt, glaube ich, der erste ungültige Versuch, den wir gesehen haben. I think it was the first, yes. Damit würde Selina ihre persönliche Bestleistung einstellen. 75 Kilogramm. It would equal her competition best so far in the snatch. Zughöhe leider etwas gefehlt in dem dritten Versuch. Das Gewicht auf 81 Kilogramm. Not quite. 81 bitte. Bravo! Dann gültiger Versuch, 81 Kilo. Lena Tomkovia. Wieder 84 Kilogramm auf der Hand. 82 Kilogramm auf der Hand. 81 hat sie bereits im Training gerissen. Sehr souveräner Versuch. Wieder 84 Kilogramm auflegen. 84. 84 has been requested next. So, 84 Kilogramm. Unsere Olympiateilnehmerin im Bobsport. Victoria, dritter Versuch. 84 Kilogramm. Oh.
once again, good patience in the receiving position. And a good lift for the Austrian lifter. Sehr schöner Versuch, gültiger Versuch. 116 Kilogramm Herrenhandel. Der dritte Versuch. 116 Kilogramm Herrenhandel. Ja, durchaus der beste von den dreien, die wir gesehen haben von ihr. Ja. Der Jonas scheint ein Wettkämpfer zu sein, denn seine Wettkampfbestleistung liegt 3 Kilo über der Trainingsbestleistung. APB attempt for the young lifter. Almost. Almost there. Just a few centimeters. She's actually recovering from a wrist injury and is taking it a bit lighter today. Erster Versuch für Deborah. 80 Kilogramm. Now that's an easy and good lift. That was actually more a warm-up attempt on the competition platform. Definitely. Very nice lifting right there. 82 kilograms have now been requested. With 82 kilogramm. Good atmosphere tonight in the hall. Very good audience. Oh. That was unfortunately a no lift right there. Aber ich denke, dass sie das ausbessert. Sabine ist so eine erfahrene Heberin, sie weiß genau, was jetzt zu tun ist. One ten on the bar. Eine absolute Bank. Jakob has actually been competing for Brookheim for many years. Had to take a year off due to work issues. Now he's Maya Mizakian of SK First Linz for his first attempt on 135. Wir müssen unbedingt noch rausfinden, wofür First steht. Das wäre, glaube ich, sehr wichtig, das den Zuschauern mitzuteilen. Das werden wir noch herausfinden in der Pause gleich. Very powerful second ball. Nice lift. Good lift. Wir steigen das Handgewicht auf 155 Kilogramm. Lost a bit of belt. Coming into the back, and there's actually a familiar face here in Oberkai, Sargis Matirosyan. He's actually a regular lifter for the hosts, but tonight competing for Linz. His first attempt on 155. Sargis liebt das Reißen.
nice and very good attempt now on her second attempt. Hat auch wieder sie leicht nach hinten getrieben, aber hier konnte sie noch ausreichend stabilisieren und so den Versuch dann reinbringen. 82 Kilogramm. Der Versuch von ihr war ja nicht wirklich ein Erstversuch, sondern ein fortgeschrittener Aufwärmversuch. Jetzt 83 Kilogramm im zweiten. Good lift for Deborah. Bringen das Handgewicht auf 105. Weit vorne mitzuspielen. Hätten wir ihn gerne mit dabei. Jakob Morfer, second attempt, 115. And another good lift for our British team. Von Myron Madden. 139 bleiben aufgelegt. 139 Kilogramm. Also 139 for Mayak Mizakyan, Team Austria. Spin down the bar. And another good lift for the Austrian lifter. 162 wieder auflegen. Auf jeden Fall eine stabile Competition Nutrition. 162, Sargis Matirosyan, second attempt. Koffein und Kohlenhydrate, das bringt dich nach vorne. He's done it before. I can only repeat myself, 30 years of weightlifting, and that's what it looks like. 60 Kilogramm auf die Damenhandel. Nice and easy. Wir haben einen Zwischenstand nach diesem zweiten Versuch. We're now back with a third attempt of the second group, 86 kilograms on the bar for Deborah Alawadi, Team GDR. Aufgrund der aktuellen Punktstände natürlich ein wichtiger Versuch jetzt für Deborah. And another good play. Eine weiße Weste, drei gültige Versuche im Reißen. Hier bringen wir das Handgewicht auf 87 Kilogramm. Ich
Lichtebens zu etablieren. Und dafür brauchen wir exzellente Heber und Heberinnen, wie zum Beispiel auch Sabine Kusterer, die jetzt in den dritten Versuch geht. Versuch gültig für Sabine. 87 Kilogramm gingen die Werfer. And good lift. For. Cheered on by the crowd. Third attempt, Jakob Neufeld, SV Germania Obrigheim. As if he's done it before. Good lift right there for Jakob. No hesitation. Battling a bit for the pole position. It's just a 2-point difference between these two teams, with Team GBR on third place at the moment. Good fight there, but unfortunately a no lift for Myron Medic. Back pushing backwards. Mayak Mizakyan is going to be our next lifter now on the platform. 142 is the weight he has requested for his third attempt. Leider ungünstiger Versuch von Amati Sakyan. Wir bringen das handelnde Versuch. 32. Und die aufmerksamen Zuschauer können sich erinnern: Cola, Red Bull, Snickers und Banane. Dafür brauchst du eine immense Schulterkraft, die Hand in diesem breiten Griff so zu stabilisieren. Fueled by energy drinks and carbs. Yes. Best of 93. Sehr, sehr, sehr genialer Versuch. A bit of a struggle there, yes, indeed. Ich habe ja eben von Weltmeistern gesprochen. Wir sprechen natürlich auch über Europameister.
Vipers hat mit 78 Kilogramm eingewogen. Ein bisschen mehr über seiner eigentlichen Wettkampfklasse. 23 European Champion. And that's how it's done. Good lift for Suarez. 147 first attempt. Stabiler erster Versuch. Good opening attempt for Andrew right there. He's actually one of two lifters in this field who had already competed in the Olympics in Tokyo, where he won a bronze medal. Schokolade und Energy Drinks. Ja. Sein Mittel der Wahl. Sein gültiger Versuch. Good lift right there for two lessons. 155 bleiben aufgelegt. Aber für uns 155 Kilogramm. Wenn ich mich recht erinnere, ist Hakob auch Standstoßer, aber das sehen wir dann gleich. Sehr explosiv. Good extension. So. Aus Riyadh, Saudi-Arabien, mit einem hervorragenden Wettkampf dort. That speed is absolutely amazing. Ein gültiger Versuch. Ja. Wir bringen das Handgewicht auf 91 Kilogramm Damenhandel. 91 Kilogramm. 1 Kilogramm Stat, just 2 kilos shy of her PB of 93. And I can only read myself, her first weightlifting competition was in April 23. Very strong lifter. A bit unlucky there, that was a no lift for Georgia. Georgia Wedley. Suarez. 151 ist das nächste Handelgewicht. Textbook lifting. Also qualified for the Commonwealth Games back in 2022. Versuch. A bit of a twist right there, but nonetheless very safe, very secure lifting. Good control. He's already world champion, dreaming of becoming an Olympic champion.
sehr schöner Versuch von Hakob. Mobility there in the shoulder girdle. Nächstes Gewicht. Wir bleiben bei 160 Kilogramm. Bronzemedaillengewinner von Tokio 2020, Artur Plesniks. Second attempt on 160 for Arturs. 160 Kilogramm. Very nice lift right there. Bar goes back to Team Austria for now. Second attempt of Andranik Karapetyan, Eskafus Linz. Der mit 89,1 Kilogramm leicht über seiner eigentlichen Gewichtsklasse eingewogen hat. Die hart umkämpfte 89er. Leider unglücklich. Wir bringen 100, Entschuldigung, 91. Dritter Versuch, Jordan Ridley, 91 Kilogramm. Erst seit April im Wettkampfgeschehen des Gewichtheims unterwegs. Ähnlich wie der zweite Versuch. My apologies. 150 Kilogramm, wenn er die jetzt macht. Wären das knapp 72 Punkte, die wir noch bei Obrichheim mit aufrechnen müssen. Macht er auch. Sehr gut. Wir steigen das Handgewicht auf 160 Kilo. Aus dem dritten Versuch von Ritwas. Insofern haben wir noch ein sehr enges Rennen. Wir aktuell um Platz 1. Ich habe auch selten jemanden auf der Wettkampfbühne gesehen. Kaum. Ja, Hakob, 162 for his third attempt. Weltklasse Gewichtheben in Obrichheim. Der ist auch gültig. Da sind wir sehr gespannt, ob er die 165 wiederholen wird. Aber zunächst sehen wir jetzt Arturs Plesniks mit dem Gewicht. Er wiederholt die 165. Once again pointing to his elbows.
difficulties locking them properly. Wow, besser. And once again, nice speed on the bar. Good lift for Carla Pitcher. Ich bin mir nicht ganz sicher, bei der Weltmeisterschaft waren es, glaube ich, 174 Kilogramm. We are back to group one and first weight on the bar, which has always been loaded, is 85 kilograms for the first attempt, Turkstalina Schoenzi. The technical issues had been solved in the meantime and the current standings are as follows. In first place with 351.1 points, Eska First Linz, currently in second positions with 334 points, SV Germania Ulbrichheim, and on third place, 276.6 points, Team GBR. But there is. Herzlich willkommen zurück. Wir steigen ins Stoßen ein mit Selina Schlögl, 85 Kilogramm. There have been a few changes on the back. However, the German left is now out for her first clean and jerk. Ein gültiger erster Versuch, 95. It is possible for a team to replace a lifter after the snatch in the clean and jerks. And that's exactly what has happened here with Team Austria. But now on the platform with 95 kilograms is Josie Griffiths of Team GBR for her first clean and jerk. Das ist ein gültiger erster Versuch. Mit 95 Kilogramm. And three white lights by the referees. Josie Griffiths. Bitte 97 Kilogramm auflegen. 97 kilograms. 97 kilograms have now been requested. Victoria Hahn von SK First Linz. Erster Versuch. 97 Kilogramm. My apologies, apparently Victoria's back on the team. 97 kilograms on the bar. Versuch ist gültig für unsere ehemalige Bobfahrerin. Erwähnt es bereits beim Reißen. You really love the facts about bobsledding, don't you? Ich liebe den Talenttransfer. Transfer of talents across. Nice and easy clean. Sehr stabiler Ausstoß. Good opening attempt. A good Dies ist tatsächlich sogar in den Richtlinien der Sportordnung hinterlegt, als offizielle Aufgabe der Scheibenstecker. No hesitation approaching the ball. Thank you.
It's a squat choke. And unfortunately, the attack through were there. Leider der erste Versuch nicht gültig. Wir bringen das Handgewicht auf 88 Kilogramm Damenhandel. Squat jerk is one of the most difficult jerks. We've got the split jerk, the carry jerk, and the squat jerk. The squat jerk. Selina Schönziegel, 88 kilograms, and her second attempt. Zweiter Versuch, Selina, 88 kilogramm. Umsetzen. Genauso gutes Ausstoßen, gültiger Versuch. 88 Kilogramm. Gültiger Versuch für Griffith GBR. Gültiger Versuch good für Josie Griffith. For Josie. Wieder 100 Kilogramm auf den Damenhandel. 100 Kilogramm wieder auflegen. Jetzt werden die 100 Kilogramm gefordert. Kilogramm ist ihre Bestleistung. Jetzt geht sie an die 100 im zweiten. Clean and jerking her first 100 is actually one of her best memories in the sport of weightlifting so far. Schönes Umsetzen. Jetzt. Raus damit! Das ist ein gültiger Versuch mit 100 Kilogramm für Lena. Sehen wir die 103 gleich? Yes. Dann ist bereit Aufruf, Victoria Hahn. Victoria 100 Kilos for her as well. Sehr schöner Versuch, sehr konsequenter Ausstoß von Victoria. 150 wieder auflegen. Pretty strong power clean there. Team Championships here in Oberheim. Luca Modri, Escapist wins 150 second attempt. Ein gültiger Versuch für Luca. 2 Kilogramm unter persönlicher Bestleistung. Die liegt nämlich bei 152 Kilogramm. That had been a good lift for the Austrian lifter. Und auch Luca präferiert Snickers für, also als Competition Snack. Oh yes. It's always interesting to see how a lifter's actually. Gefordert von Stefano. Der in der Squat-Jerk-Technik hebt und der erste Versuch war leider nicht gültig. Und ist natürlich jetzt ein bisschen Druck drauf auf diesen zweiten Versuch. Wir wünschen ihm alles Gute. Despite his young age, he's a fairly experienced lifter. So it's going to be interesting to see how he's going to deal with the no lift in his first attempt. Much better jerk this time. Steadied it a bit.
first lifter on the platform again is Selina Schulziger with 91 kilos in her third attempt. 91 is actually equaling her competition best so far. Her big dream is a 100 kilo clean and jerk one day. Well, that clean looked easy enough. A good lift right there. Nice lifting by Selina tonight. Damit ein Ihr Lieblingswettkampfsnack sind die Grenade Bars in Oreo-Geschmack. Yeah. She definitely wanted that jerk. Ausstoß sieht bei ihr sehr, sehr stabil aus. Good lift for Josie. Wenn die Arme einmal gestreckt sind, da passiert da nichts mehr. 102 wieder auf die Hand bringen. 102. Quite solid overhead. Ist das denn dann nicht mehr der Fall, weil Victoria natürlich schwerer ist, höheres Körpergewicht hat? Bit of a struggle in the clean. Schade, Mann. Sehr guter Wettkampf von Victoria, 5 von 6. Very nice competition. Actually, by almost all lifters. We've had seen quite a low number of no lifts tonight. So wie wir es erwartet haben, Lena geht auf persönliche Bestleistung 1 oder 3 Kilogramm. Wir haben Bock, diese 103 jetzt auch zu sehen. Definitiv. Stabiler Umsatz. Jetzt muss sie genauso konsequent bleiben. Sehr gut. Jawohl. Gültiger Versuch für Lena. UPB für Lena Jankovia. Persönliche Bestleistung für Lena. 103 Kilogramm. 154. Is the next weight we're going to see now on the competition platform on the men's bar. Hab mit ihr und dem Sascha heute Morgen nicht Luka Modric, den kennen wir aus dem Fußball. He definitely wants that one. Das wäre persönliche Bestleistung. Bit of a struggle, but no problem standing up. Steady, steady. Good control right there. Persönliche Bestleistung, 154 Kilogramm. Good lift and a new PB for the Austrian lifter. Wir bringen das Gewicht auf 176 Kilogramm. 178, es wurde gesteigert. 178 Kilogramm. Good pointer on the black. 178. Wann wir die 178 jetzt angeht.
We rarely ever get to see a squat jerk here in Germany, so it's quite exciting for the crowd as well. Once again, goes right off the floor. Das leicht Kraftüberschuss. Aber schade. No lift. Auszufinden, was denn Fürst bedeutet im Clubnamen von SK Fürst Linz. Vielleicht kann uns ja einer der Zuschauer. Ja, genau. Ich bitte, das zu entschuldigen. Sabine Koster on the competition platform now. 100 kilograms for her first clean and jerk. Nice and easy, clean jerk attempt by Sabine Koster. 100 Kilo bleiben aufgelegt. 100 bitte zurechtlegen. One of her most fondest memories in weightlifting is actually a competition dating back to 2016, where she qualified for her first Olympic Games. Ja, ein gültiger Versuch. Good lift for Deborah. Good lift, gültiger Versuch von Deborah. Just to remind you, Deborah is recovering from a wrist injury, so she's still not competing near her max weights. 137. We're now going back to the men. 137 Kilogramm. Schöner Umsatz. Und ebenso guter Ausstoß. He might be one of the older lifters, but that doesn't slow him down. Good lift for Jack. Was vielleicht noch wichtig ist zu erwähnen, dass wir nach den Regeln der deutschen Sportordnung, was Mannschaftswettkämpfe angeht, es dürfen also maximal 2 ausländische Heber im Team antreten. No hesitation between the damage strokes. Das scheint good lift. Sehr guter Versuch. Mal darauf zurückzukommen, das scheint bei den doch armenisch anmutenden Namen der zweiten Gruppe etwas ungewöhnlich, aber beide hier verfügen über einen österreichischen Pass und fallen somit nicht. Quick and easy first attempt. Good lift for Myron. 177 Kilo will auflegen. 177. Myron. Sarkis loves the competition platform. And I have to say, the atmosphere tonight is really very supportive.
lots of fun for the lifters up there. Looks like he's done it before. Good lift for Sargis. Nice and easy. Kilogramm. Gültiger Versuch. Good lift for Deborah. Und sie arbeitet mit der Umgreiftechnik nach dem Umsetzen. Wie man es häufig bei den südamerikanischen Hebern sieht. Good clean right there. Ja, gültiger Versuch von Sabine. She has a very short, very energetic dip for the jerk, doesn't she? Und wir haben Aufklärung erhalten, was den Namen First angeht. Es handelt sich hier um einen Stahlproduzenten aus der Region. Und wie ich finde, eine hervorragende Assoziation zum Gewichtheben. An der Stelle auch herzlichen Dank an die Zuschauer, die sich hier beteiligt haben und uns aufgeklärt haben. Was könnte besser passen als ein Stahlproduzent als Sponsor für ein Gewichtheberteam? Oder? Besser geht's doch nicht. In der Tat. Und wir kommen zu unserem stählernen Jakob. Jakob Neufeld, 143. Absolut beeindruckend in dem Alter, mit dem Niveau. And still quick and strong. Ein bisschen zu weit, zu tief gelegen im Umsatz. Good fight right there. And a good lift for Jakob. Würde bei einem Einzelwettkampf knapp in die 81 Kilogramm Klasse rutschen mit eingewogenen 80,3. 165 Kilo. Thank you.
European Champion 2022. Ach, der zweite Versuch ist gültig. Gürtellift. Von Mai. 170 Kilo auf die Hand bringen. 170. Ach, sehr guter Ausstoß. Myra Madden is back on the platform with his second attempt on 170. But look at that, that was no lift. Yeah, that's ungültig. One hundred and eighty-three kilograms is the next weight on the bar. Wir fliegen hier die Sympathien zu, sowohl vom Obrigheimer Publikum als auch natürlich von dem eigenen Team. There's a jack of all trades. Sehr guter, stabiler Versuch. Besser als der erste. Gut. Viel Spaß auf der Bühne. So soll es sein. Sport und Wettkampf sollen Spaß machen. Team GBR. Good, clean. Und auch genauso guter Umsatz. Jetzt kommt Sabine. Der Versuch 110. Sehr gutes Stoßen von Sabine. Drei gültige Versuche. Good match for Sabine. One fifty. We have another change. There is a change. Jakob Neufeld. 150 Kilogramm. Sport in der Halle, 150 Kilogramm für Jakob Neufeld. Let's rock us! Bit of a struggle there. Oh, look
okay, that was da fehlte definitiv der Überschuss für den Ausstoß. Es deutete sich schon beim zweiten Versuch an, da hat er ihn noch sehr gut reingebracht. Majak, 168 Kilogramm dritter Versuch. Schöner, stabiler Umsatz. Und auch ein guter Ausstoß. And another good lift for the Ocean Lifter. Three good lifts in the clean and jerk. 170. Tim Austria is really showing a strong performance tonight. It looks like it's going to be down to the last group. 170 kilogram for Myron. Good lift. Big step there, Major. Good lift for Myron Madden. Good lift for Myron Madden. Wir legen 187 Kilogramm auf die Hantel. 187 für den letzten Versuch. All right, Danny, so definitely want that one. How's your bet for the pictures? Like it is good time up there on the platform. Let's get all the patience in the world. Lucky that was a tap forward, unfortunately, and no lift. Leider nicht gereicht. Maybe he rushed that a bit too much. 103 Kilo wieder auf die Damenhantel. Wir starten mit Block 3. Der Zwischenstand für Team Großbritannien. Now is Georgia Ratley with 103 kilograms and her first clean and jerk. Schön. What's that lucky there? Leider ungültig im ersten Round, auch da bitte vorbei in den gängigen Streams und unterstützt die Bundesliga, sowohl die erste als auch die zweite Liga. Gültiger erster Versuch für Ritwas. Stoßen hat bei der WM ja für ihn nicht ganz so gut funktioniert. Keinen gültigen Versuch leider reingebracht. Clean is definitely not the problem. Andy Griffith. 175 Kilogramm. Beim Stoßen vertraut er anscheinend nicht auf das Kaugummi. Very strong jerk. Auch ein gültiger Versuch.
had a good lift. Good lift, good Übersuch. Andy Griffin lifts. Wir legen 180 Kilogramm auf die Handel. 180. 180 kilograms have been requested next. Gültiger erster Versuch bringt solide Punkte ein. That was a good lift for Karapetyan. Karapetyan pushed him a bit on his heels. He studied it out and jerked it without any issues. Jetzt sehen wir Hakob. 90 Kilogramm, erster Versuch. Stand umsetzen. Und sehr gutes Standstoßen. Looks like he loves his powers. Good lift right there. Power clean and power jerk, push jerk. 195 wieder auflegen. Wir haben den Ende der Rennung. That looked easy enough. Reihenfolge inzwischen hat Andranik. Good luck out position. Schönes Gewicht heben. Stark in den wichtigen Positionen. Easy, yeah? 195 wir Kilogramm gehen in die Wertung. Der Zwischenstand nach den ersten Versuchen für Großbritannien 639,7 für Obertan 10 Kilo. Wie sie in den zweiten Versuch jetzt hineingeht. Der erste Versuch war ja leider ungültig. Der Umsatz muss jetzt gut glücken. Als Basis für den Ausstoß. Oh. Good mobility in the bottom. Das ist ein gültiger Versuch. And it's a good lift. Drums going strong in the back. Stabiler Umsatz wieder. Solides Ausstoßen, gültiger Versuch. Kilogramm für Andy, zweiten Versuch. Sehr stabiler Umsatz. Leicht. Securing the lead with that one.
Und er hat 86 Kilogramm. That looked easy enough. Ja, bringt die Füße in die Position. Parallel zueinander. And a good lift. Rapetia. 191 bitte auflegen. 197. 197. Aufgelegt werden, aber zunächst einmal 197 von Hakob, der ja im ersten Versuch Stand umgesetzt hat. Ich bin gespannt auf seinen Umsatz im zweiten Versuch. Genau. This time he squatted a bit further. Sehr stabiles Ausstoßen mit 197. And a good lift. Aber der Name auf seinem Gewichtheber-Trikot passt nicht ganz. I was actually not reading what was standing there. Yeah. Aslan Beg. Ah, okay. Norbert Heim. Schönes Umsetzen. Also solider Ausstoß. 202 Kilogramm gehen in die Wertung. Und wir gehen in die Drittversuche. That's actually just 2 kilos shy of her PB so far. Once again, she's only been competing for about half a year now. Wenn sie es schafft, den Umsatz gut reinzubringen, dann traue ich ihr die auf jeden Fall zu. Guter Umsatz. Bouncing out a bit. Come on. He's definitely fighting for that one, but unfortunately. Es sind die Hantel im Auftakt ein bisschen von den Schultern gerutscht. So sah das zumindest aus. Ja, ein wenig nach vorne. Da ja bisher einen sehr, sehr soliden Wettkampf hier hingelegt hat. Und kippt in der Klasse bis 96 Kilogramm. 202 Kilogramm. Hako Grutejan. Almost a power clean.
Dieser Versuch ist gültig. Kilograms for the last 300. Oh, we've just 210. Gültiger Versuch mit 210 Kilogramm. This lift concludes the active lifting part of this championship. We're gonna be back in a few minutes with the award ceremony. So, wir sind gleich zurück. Jawohl. Für den SV-Kommander Obi Kalm. 824,0. Zu diesem Zeitpunkt, noch vor Rundenbeginn, würde ich sagen, eine ganz tolle Leistung. 824, das haben wir kaum angefangen in der Bundesliga. Und auf Platz 1, der erste Team-Europameister, the first team championship, ist SK Vöst Linz mit 857,0 Punkten. Gerne noch dazu. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr heute mit uns die erste Team Championship von hoffentlich vielen folgenden miterlebt habt. Und warten nun auf die Teams für die Medaillen. Das erste Team auf der Plattform, Team GBR, first team on the platform is going to be Team GBR, who came third in tonight's championship. Stefano Capaldi, Andy Griffith, 123,0. Georgia Radley, Deborah Alawade, Myron Madden. This team has been handpicked by British Weightlifting to gain some much more international experience. And it was really blast to have them, a real blast to have them with us tonight. Unsere Drittplatzierten des heutigen Tages, Team TBR, mit Andy Griffith, Georgia Radley, Myron Madden, Deborah Alawade, Stefano Cataldi, and Josie Griffiths. Ein guter erster Einstand für die junge Mannschaft hier bei den First European Team Championships. Die Athleten erhalten Medaille, ein T-Shirt als Erinnerung und ein Erinnerungspräsent an diesen Wettkampf. Herzlichen Glückwunsch zu Platz 3, Team Great Britain. Third place. Congratulations. That was some nice lifting by Team GBR tonight, and I'm sure we're going to see much more various lifters in the future. Wir kommen nun zu Platz 2. Bundesliga teams. Thank you.
Ich bitte den Vizemeister auf Getting die Bühne ready von the SV Germania Ulm. Is our second ranked team tonight, die Zweitplatzierte des heutigen Abends. Die Gastgeber des SV Germania Obrigheim, our hosting club SV Germania Obrigheim. The lifters being Lena Tomkowiak, Selina Schönsieger, Sabine Posterer, Jakob Neufeld, Ritva Suarez und Arthus Blesniks. It's quite a variety of lifters out there when it comes to experience. Selina Schönsiegel 109,0. Und Ersatzheber waren. And what I can definitely say is that the audience, the spectators here in Obrigheim were really spectacular, not making any difference of which lifter, which team was actually on the platform, supporting them all. So actually one of these medals kind of like goes out to the audience. Die Zuschauer heute des SV, der SV Germania Obrigheim waren absolut spitzenklasse und verdienen eigentlich auch eine Medaille für die fantastische Unterstützung, die sie allen drei Teams heute Abend haben zukommen lassen. Ja, meine Damen und Herren, das war der zweite Platz für unser Team. Jawohl, ich glaube, Sie haben sich den Beifall redlich verdient mit einer tollen Leistung, die Sie auf der Bühne gebracht haben. Und jetzt ist es uns eine Ehre, unsere European Team Champions 2023 oder Champion von unseren Gästen der SK Fürst Linz hat, aber noch mit so einer Gesamtpunktzahl von 857. Es waren tolle Leistungen an diesem Wettkampf. Und ich darf jetzt den ersten Team Europameister auf die Bühne bitten. SK Fürst Linz, herzlichen Glückwunsch. Und die Heberinnen und Heber im Einzelnen. Viktoria Hahn, Jonas Klinger, Luca Mondre, Majak Misakian, Sargis Matirosyan, Andrani Karapetyan und Jakob Mikrotichyan. Und ich greife einfach noch mal ganz kurz das Ergebnis auf. Wie gerade eben schon verkündet, SK Fürst Linz 857 Punkte. SV Germania Obrigheim 824 und Team GBR 706. Currently on the platform is the first European Team Champion of Team Austria, Team SK Fürst Linz. The one with a total of 857. 112,0. Den Wettkampf geteilt haben sie. 857 was a solid 33-point lead before the second round. SV Germania Obrigheim and Team GBR with 706 on the third race. Zum Gewinn der Meisterschaft. We have seen some very good lifting tonight and some very nice numbers. And then I can say, I speak for all of us when I say it's been a fantastic evening with each and every single one of you. Bit of confusion on the platform. So, wer übernimmt den Pokal? And here it is, the big cup. The
Championship Trophy for our first team champions. Die Trophäe für die Mannschaftssieger der First European Team Championships. Stellvertretend überreicht an Sargis Martirosyan, der SK Vilsnitz. Und mit diesen Bildern verabschiede ich mich aus der Moderation. Ich danke allen, die zugeschaut haben. Ich danke für alle, die sich rege beteiligt haben, auch an die Kommentaren, und wünsche allen noch eine gute ausstehende neue Saison now. I hope you understand English. But I think everybody has been with us tonight to experience these first team championships. And we're gonna leave the stage now to the lifters for the final words. Liebe Gäste, liebe Gewichtheber-Fans, hallo! Hoffentlich hat euch heutiger Kampf gefallen. Erste sogenannte Champions League Cup Finale, könnt ihr nennen, wie ihr wollt. Ja, hoffentlich hat euch gefallen. Das war eine knappe Veranstaltung. Für uns war es ein bisschen leichter, weil der Nico Müller hat uns geholfen, so circa 40, 50 Punkte Vorsprung gegeben. Verletzungsbedingt, er war nicht dabei. Wir wünschen alles Gute. Und ja, erste Champions League Cup, wir müssen leider mitnehmen nach Österreich. Danke! Wunderschönen guten Abend, Obrichheim. Was soll ich sagen? Ich war jetzt, glaube ich, 2, 3 Jahre war ich nicht mehr auf dieser Bühne. Und ich bin, ich bin stolz drauf, ein Mitglied dieser Mannschaft zu sein. Ich bin stolz auf euch, dass ihr so zahlreich erschienen seid, dass ihr immer so eine Stimmung macht. Ich glaube, wir haben sehr viel euch zu verdanken, dass jedes Kilo, das hier oben gehoben wird, haben wir euch zu verdanken. Ich bedanke mich bei den Gegnern. Ein Wahnsinnswettkampf. Ich glaube, wir haben ein sehr schönes Gewichtheben gesehen. Ich bin stolz auf meine Mannschaft. So wie das Hages schon gesagt hat, leider war der Nico nicht dabei. Jetzt habe ich den Faden verloren. Das erste Mal eine Europameisterschaft für die Mannschaften. Ich glaube, wir haben uns super verkauft. Wir sind Vize-Europameister geworden. Und noch einmal herzlichen Glückwunsch an die österreichische Mannschaft. Und ich hoffe, dass wir uns... Ich hoffe, dass dieser Wettkampf sich etabliert, dass es jedes Jahr jetzt wieder kommen wird. Ich glaube, das ist wirklich eine gute Werbung fürs Gewichtheben. Wie gesagt, ich bedanke mich bei meiner Mannschaft, ich bedanke mich bei den Gegnern, und die Obrichheimer wissen, wie wir uns verabschieden. Obrichheimer, was ist unser Handwerk? Au, au, au! Vielen lieben Dank. Wir treffen uns an der Bar. Ja, dann bleibt mir das letzte Wort. Nochmal vielen Dank für euren Besuch. Mir liegt nochmal am Herzen, vielen Dank an alle Helfer, die wieder so tatkräftig uns unterstützt haben. In der Küche, in der Bar, Scheibenschieber oder die seit gestern Abend hier aufgebaut haben. Also einfach vielen Dank. Wer Lust hat, 9 Uhr morgen früh aufräumen. Ich sag's immer, aber vielleicht bringt's was.
Also vielen Dank nochmal an alle. Herzlichen Glückwunsch. Und ich hoffe, euch hat es in Obrigheim gefallen. Und vielen Dank. Tschüss.